Ich habe mich auch immer danach gesehnt, irgendwie akzeptiert zu werden. Ich war hier immer der Russe, weißt du, was ich meine? Und später kam ich nach Kirgisistan, dann haben die mich alle Deutsche genannt. Ich sage, gleich, ich habe kein deutsches Blut, warum bin ich Deutscher, weißt du? Und jetzt mittlerweile fühle ich mich, ich bin älter geworden, ich fühle mich auch hier zu Hause, weißt du? Ich bin Marc Filatov, ihr kennt mich unter Slavik Junge. Ich bin geboren in Kirgisistan, mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich mache Musik, Schauspiel, Regie, Produktion, Mamas Sohn. Ich bin 1990 in Kirgisistan geboren und im Dezember 1995 sind wir nach Deutschland gekommen. Mir ist klar, warum die Eltern diese Entscheidung getroffen haben, weil die meinten, hier wäre ein besseres Leben für mich. Weil es war sehr chaotisch in dem Land, es gab viele Probleme, gab es nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in dem Land. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass egal, ob du Geld hattest oder kein Geld hattest, alle Läden waren leer. Also es war schwierig zum Beispiel mit der Nahrung für mich als Baby, weil du konntest einfach auch nichts kaufen, so, weißt du? Als wir nach Deutschland einreisten im Dezember, kamen wir nach Neunkirchen in Saarland. Mir war gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen sind, weil als Kind siehst du das spielerisch, ne? Dass du nach Deutschland fährst. Und für mich war, ich war beängstigt von Deutschland, weil es so still war, weil keine Hunde draußen auch gebellt haben. Es gibt ja keine freilaufenden Hunde. Und die Leute gehen meistens früh schlafen, damit die früh aufstehen zum Arbeiten. In Kirgisistan ist im Gegenteil. Ich weiß auch, dass ich hierher kam und dachte so, boah, Alter, warum ist hier so still? Also ich habe meine Mutter auch gefragt. Ich meinte, warum bellen hier keine Hunde, weißt du? Oft ist ja so bei den Flüchtlingen, dass die aus einem Kriegsgebiet kommen und hier geht es denen besser. Aber bei uns war es umgekehrt, weil die Familie ist auseinandergebrochen. Meine Mutter war Chefkonditorin, hatte studiert und hier musste sie plötzlich putzen, hatte Arbeitslosengeld bekommen. Das erinnere ich mich und ich musste immer übersetzen. Also ich musste schnell die Sprache lernen und war schon ganz früh in der Verantwortung. Und weil ihr war schwierig, diesen Anschluss zu finden, weil du kommst in ein anderes Land und bist plötzlich ein Niemand so. Und das war hart halt, weißt du? Jeden Tag diese Tränen zu sehen oder wie sie diese Tränen verheimlicht, wie du hörst das, weißt du, wie sie im Bad ist, weint und so, weißt du, das ist, deswegen war alles, mein ganzes Ziel war, dem wurde ich erst jetzt richtig bewusst, war es, sie glücklich zu machen, weißt du. Das ist der Kimberg Tower da vorne, wo wir gewohnt haben. Ey, das ist für mich, das ist Romantik, guck mal, in die Ferne, Platten überall, Alter. Ja, aber das ist wahrscheinlich, weil ich damit aufgewachsen bin, weißt du? Ich bin seit Kindheit halt mit Platte aufgewachsen. Für mich ist das richtig, mein Herz geht auf. Das ist für mich Romantik, Alter. Was passiert? Wir sind gesprungen gestern. Warum? Wie alt? Keine Ahnung. Das, was ich auch immer in der Platte erlebt habe. Immer, danke. Immer genau das passiert. Was ist passiert hier? Ist einer runtergesprungen oder was? Warum? Hier ist ein Kiel, hier ist ein Wall passiert. Echt? Scheiße, Alter. Aber weiß man doch nicht, ob das ein Mitbewohner war hier. Ich weiß es nicht. Weiß man nicht. Wie läuft's mit Frauen? Was? Weißrussland? Ja, schön, gut. Immer noch gut, ja? Jetzt kommt sie her. Jetzt kommt sie her? Für immer? Ja. Geil, Alter. Ey, richtig krasse Gefühle hier zu sein, Mann. Und noch, guck mal, wir kommen da hin. Einer hat sich runtergeschmissen, Alter. Guck mal hier, Aufzüge neu. Und dann irgendwann haben wir angefangen, die Serie drüber zu drehen, weil ich habe gedacht, das Einzige, was bleibt, das mit Humor zu nehmen. Weißt du, musst mit Humor das erzählen, was du erlebst. Und dann hat es angefangen mit Ostpreußen. Ostpreußen. Zuschauer haben keine Ahnung, was Marzahn ist. Natürlich haben die keine kleine Ahnung. Kleine Einführung machen. Halt die Fresse, Regisseur, Alter. Du arbeitest hinten, bleib. Slavik, wenn du mich nicht hörst, Alter, dann geht's gar nichts. Verstehst du? Lieber Zuschauer, Slavik erzählt jetzt euch über Marzahn. Warte, wo ist das Geld, Alter? Gib mir das Geld erst. Meine Mutter hat mir früher immer gesagt, du musst Schauspieler werden. Und ich dachte so, blöd, Alter, weißt du was, So, für mich war auch Schauspieler ist so, Schauspieler ist was man auf dem Mars macht oder nicht auf der Erde, sowas gibt's nicht.
Und ich habe immer gegoogelt und irgendwann kam, aber so aus Scheiß, weißt du, immer eingeben und irgendwann kam so bla, Schauspieler gesucht. Ich habe mich da beworben und die haben mich dann genommen bei dieser so einer Kinderserie auf dem Kinderkanal. Und so war das erste Mal. Ich habe mir gedacht, Schauspielen ist wie Lügen, weißt du? Du musst einfach nur gut lügen. Wenn man irgendwelche Probleme hatte mit Polizei oder so, dann hast du einfach gelogen, bleibt ja, und dann war Verfahren eingestellt. Weißt du, was ich meine? Bleibt. Ich habe auch gemerkt, auch in der Schauspielschule, Leute mit Migrationshintergrund können immer besser spielen. Und ich glaube, dass immer, weil wenn du Migrationshintergrund hast, hast du es härter im Leben, denke ich. Entschuldigung, eine Frage. Ist das der einzige Bahnhof hier in Lindau? Ja, wieso? Die Kinderserie war vorbei, bleibt. War jetzt auch kein krasser Erfolg, wie ich mir erhofft habe. Ich dachte, sie hat danach Brad Pitt, bleibt. Überall Hollywood, dies, das und so. Nix, bleibt, eine. Arbeitslos gewesen. Angefangen mit Autos zu handeln. Dann Telekom-Verträge verkauft. Von Tür zu Tür geklingelt, bleibt. Ja, war eine Kackzeit, so, weißt du? Auf die Schauspielschule bin ich gekommen, weil ich hatte einen Agenten und er meinte, Bratan, das wird nichts. Schauspiel können nur Leute studieren, die aus einer Theaterfamilie kommen oder die in der Theater AG Blatt gespielt haben. Und als ich das gehört habe, weißt du, ich hasse das, wenn man mir sagt, du schaffst das nicht. Wenn ich es schon selber mir jetzt gerade sage, weißt du, ich raste aus. Und dann wollte ich es ihm beweisen. Dann habe ich gedacht, bleib, wenn du sagst, ich schaffe das nicht, dann zeige ich es erst recht. Dann war ich bei diesen Bewerbungen und dann meinten die auch so, ey, Dicker, stell dich auf 3-4 Jahre ein. Es bewerben sich 1000 Leute und werden nur 8 genommen, jedes Jahr. Und dann habe ich da vorgespielt und vor allem meinen die, rufen die alle auf und dann sagen die Mark. Und ich bin plötzlich auch genommen. Und ich sitze so, ich denke so, wie ist jetzt? Weißt du, so. Es ging alles so schnell, wo alle mir gesagt haben, ey, das wird nichts. Und am Ende, was habe ich gesehen? Die Blatt Theater gespielt haben, die spielen bis heute noch Kacke, Blatt. Aber weil die schon damals Scheiße lernen mit diesem Blatt, diesen großen Gesten und diesen ganzen Scheiß, weißt du? Auf der Schauspielschule war es auch krass, weil ich war eigentlich komplett das Gegenteil von den Leuten, die da waren. Weil die meisten, die hatten nie diesen Drang, erfolgreich zu werden. Weil zum Beispiel der eine, seine Eltern hatten Immobilien und so weiter. Das heißt, würde es bei ihm mit Schauspiel nicht klappen, bleibt, no, dann ist doch Bocholt, weil er hat eh sich abgesichert, weißt du? Und bei mir war es so, ich hatte keine Option, nicht erfolgreich zu werden. Ich muss erfolgreich werden, weil, bleibt, meine Mutter kriegt Hartz IV, kann davon kaum leben mit 3 Katzen. Und deswegen haben wir uns sehr unterschieden. Ich kam zum Beispiel, nach den Semesterferien kam ich und wir hatten im Club halt Schlägerei gehabt. Einer hatten so Barhockern nach und mich fast aus dem Leben geholt. Meine Nase war so blöd, ich kam dahin und die alle so, oh mein Gott, so, die habe ich angeguckt, wie so Assi zum Anfassen, weißt du, so, krass, Alter, deine Nase war gebrochen und so ein Scheiß. Bleibt, entspannt euch doch, weißt du, so, muss ja nicht immer jetzt übertreiben direkt. Der Plan war, nach der Schauspielschule, ich werde großer Theaterblatt-Schauspieler. Was für ein Spaß, ey. Habe ich gedacht, ja. Ich kam raus, ich sag, was kriege ich beim Theater? Sagen die 1400 brutto. Da habe ich jetzt 4 Jahre studiert, bleibt, damit ich 1100 netto kriege und du lernst den ganzen Tag. Ich war fassungslos, ich dachte, bleibt, das kann nicht deren Ernst sein. Und bin dann nach Berlin und hatte wieder nur eine Matratze und sonst nichts in der Wohnung, bleibt. Und eine eingebaute, so eine Kackküche, weißt du. Und habe so im Fenster aufgemacht und so auf die Platten, bleibt, geguckt, weißt du. Und habe gedacht, so, bleibt. Was mache ich? Richtig einsam, weißt du? Wie als wir nach Deutschland kamen. Aber ich wusste, dass Ostboys erfolgreich wird. Ich wusste es und es hat sehr lange gedauert. Wir haben 1,5 Jahre ohne Geld gelebt, glaube ich immer. Also so ein bisschen 300 Euro plus Flasche Wodka umsonst im Club und wir dachten, wir sind reich so. Aber dass man wirklich damit angefangen hat, Geld zu verdienen, das war nach 1,5, 2 Jahren erst. Und von dem ersten Geld, wir hatten 21.000. Wir haben uns beide Rolex gekauft. Jeweils für 7.000 oder 8.000 und einem Freund noch eine Rolex gekauft. Einfach so. Und genauso ist es mit Musik. Ich weiß, dass es erfolgreich wird, weil ich
weil ich da mit Herz dabei bin. Weißt du, ich denke so, was erreicht die Leute? Weißt du, was, dass die verstehen, was ich mit meiner Musik ausdrücken will. Jetzt könnte man so Meme einblenden, blenden, man ein Wort, wo ich einfach gegen Latscher auch, was will ich ausdrücken mit meiner Musik. Ich habe früh gelernt zu laufen wie ein echter Mann. Bin im Block groß geworden, kippen, holen durch Flaschenpfand. Und heute Serien bei Netflix, Kino, Filme, Preise. Schau, wie ich einfach jede Sparte in der Luft zerreiße. Ich bin verbissen in meinem Traum und ich geb niemals auf. Ich mach Musik, ich drück mich aus und ich bin stolz darauf. Zu sagen, das bin alles ich, das hier ist mein Vermächtnis. Ich bleib euch im Gedächtnis. Für mich ist zu Hause Deutschland, auf jeden Fall. Aber für mich gehört für zu Hause nicht nur eine Lokalität, sondern es gehören auch Faktoren, zum Beispiel, wenn ich jetzt niemand Russischsprachiges um mich hätte, würde das mir auch fehlen. Genauso andersrum, wenn ich jetzt in Russland leben würde und es wäre niemand Deutschsprachiges, würde das mir auch fehlen. Also das ist für mich auch Heimat. Meine Mutter ist für mich Heimat, klar bleibt. Weißt du, meine Mutter ist auch für mich Heimat. Weißt, ihr Räume, wenn ich hier reinkomme und dieser Geruch von zu Hause, weißt du, obwohl ich da gar nicht mehr lebe, aber ich komme rein und dieser Geruch, Alter, das ist zu Hause, weißt du. Das war eine Folge Germania mit mir, Slavik. Mich würde es interessieren, was ist euer größter Traum? Versucht euch mal nicht zu schämen und einfach bleibt in die Kommentare zu schreiben, was euer größter Traum ist. Er ist ja eh anonym. Abonniert den Kanal Germania, wenn euch die Folge gefallen hat. Hier rechts findet ihr die neue Folge. Vergiss nicht die ZDF Mediathek, da gibt es immer die neuesten Folgen. Und natürlich Spotify, Slavik Junge. Alle streamen, alle abonnieren, bleibt. Und YouTube-Kanal Slavik Junge. Ich liebe euch.